Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Astreiter und wir spielen wieder Avorion in Folge Nummer 72. Wir hatten letztes Mal noch einen Handel hier auf dem Dingens. Mal schauen, ob der noch da ist. Nein, keine Handelsrouten mehr entdeckt. Das ist jetzt erledigt. Damit hat uns gezeigt, dass das Abspeichern uns dann zurückwirft, auf Deutsch gesagt. Aber das ist halt so, ne? Jetzt müssen wir halt mal gucken. Wir waren hier, ich glaube, letztes Mal waren wir schon da. Da waren die Handelsposten, ne? Genau so ist es. Ja, jetzt müssen wir schauen, was wir machen, ne? Was ist so eine unbekannte Signatur? Lass uns die doch mal begrüßen, die Signatur. Schauen, was da los ist. Okay. Und einmal dahin. Ja. Okay, jetzt kommen wir bitte wieder dazu. Ja, da sind wir. Was ist jetzt hier drin? Landerlaubnis ist erteilt. Okay. Nur ein Biotop ist hier zu Hause. Und Asteroiden. Und wir sind zu schwach. Warum ist da Landeerlaubnis erlaubt? Das ist die Frage, ne? Was habt ihr denn so da anzubieten dann? Güter handeln. Okay, die wollen essen. Egal welcher Form haben, ne? Kuh erneuern, schwarzes Brett gibt's nichts. Doch, tatsächlich, Ressourcen knapp, bald 100 Weizen. Ist da gefragt, aber die wollen wir jetzt nicht hingeben. Ist ja auch ein Ausrufungszeichen, ne? Das war falsch, wir wollen nicht so viele Ausrufungszeichen haben. So, Karte aufgerufen. Hier sind natürlich noch ganz viele andere Signaturen, wie wir sehen. Die gelben. Na, vielleicht gucken wir mal gerade nach so einer gelben auch noch vorbei. Da oben. Und jump da mal gerade hin und gucken wir uns mal an. Abbauträgerschiffe, wichtig, okay. Muss man da mal gucken, was da so geht, ne? Aha, hier ist was los. Okay. Möchte einer von euch vielleicht irgendwie mal wissen, was hier so los ist? Was sagt eigentlich das Dingens? Wir sind zu schwach, oder? Wir sind zu schwach verglichen mit den anderen. Ist denn hier irgendwo was Interessantes für uns? Nicht wirklich, ne? Nur irgendwelche netten Piraten, die uns auch tatsächlich nicht angreifen. Ja, der bleibt da stehen. Ist jetzt auch nichts Interessantes hier anzugucken, glaube ich, oder? Okay, toller Spruch, ne? Aber warte mal, hier, guck mal da. Schau mal, der Dicke hier. Da ist ein Asteroid. Den gucken wir uns doch mal näher an dann. Da ist ein Asteroid. Können wir den einnehmen? Wahrscheinlich, ne? Jetzt schießt der auf mich, ne? Na, dann will ich auch auf ihn schießen. Unverwundbar oder was da? Ne, doch, der hat einen Kratzer gekriegt, habe ich gesehen. Ja, okay, dann müssen wir erst ein Stück wegfliegen. Okay.
Kriegt man da auch hier so ein Teil kaputt? Jetzt mein Schild runter, jetzt muss ich weg. Sonst schießen die mich kaputt. Okay. Geht gleich weiter, keine Sorge. Ich muss nur gerade gucken, dass mein Schild wieder hochkommt. Okay, Schild kommt noch nicht. Dauert. Da ist das Schild wieder da. Schild ist wieder weg. Motor einen erwischt. Oder sagen wir lieber Triebwerk, nicht Motor, ne? Ja, wir müssen mal weg hier. Das bringt uns so nicht weiter, ne? Schild ist wieder da. Aber diesmal müssen wir ein bisschen länger warten, bis das besser am Laufen ist. Wir können natürlich mal. Ja, fliegen wir mal näher ran und gucken mal, ob wir eben noch wieder eine verpassen können, oder? Ja. Ja, Schild ist wieder runter, bringt nichts so, ne? Oh, die haben mir noch eins runtergeschossen, das ist nicht gut. Jetzt muss ich mal langsam gucken, dass ich wieder heile werde dann. Da unten ist auch nicht ganz viel mit dem Balken da, ne? Ich glaube, wir machen mal gerade hier einen kleinen Sprung woanders hin. Koordinaten. Nicht Notiz, Koordinaten. Okay, die sind noch weit weg. Und wir können da gerade weg. War jetzt nicht so prickelnd, ne? Ja, müssen wir gucken, ne? Dass wir jetzt wieder heile werden erstmal. Zeit müsste ja rum sein, wenn ich weggesprungen sind, oder? Bin. Na? Geht schon reparieren. Geht schon reparieren. So, Schild kommt jetzt langsam wieder hoch. Sagt die Karte jetzt? Ach, kann ich noch nicht mal sehen, dass da die Bösen waren. Also sehe ich schon da, ne? Aber wäre jetzt schön gewesen, wenn ich da auch so ein rotes Symbol hatte wie da, ne? Sind die gleichen, ne? Koordinaten sind eingegeben. Schild wächst noch. Komm, spring schon mal hin, ne? Nur ein bisschen gucken, dass wir einen wenigstens mal da mitkriegen, oder?
Vielleicht sollten wir nicht den nehmen, den wir gerade hatten, weil der hat so ein rotes X dadurch gehabt. Vielleicht ist das so ein Hauptschiff oder sowas, ne? Dieses hier. Vielleicht sollten wir uns mal den da vornehmen. Weil der nicht so stark ist. Okay, wegspringen können wir gerade weniger, ne? Werden angegriffen von Piraten. Eigentlich müsste ich jetzt dahin fliegen und dem helfen, ne? Ja, ich sehe schon, das bringt nichts. Wir sind im Kreuzfeuer. Wieder ein Motor weg. Antrieb. Also die sind dann doch relativ stark hier schon. Das heißt, macht keinen Sinn hier zu verweilen. Wir haben nur 9 Sekunden, bis unser Sprungtriebwerk wieder bereit ist. Warte mal. Achso, die Nachricht ist leider weg. Nee, dann lass uns erstmal wieder hier hingehen. Hat ja keinen Sinn. Die sind dann doch eine Ecke stärker wie die letzten, die wir da hatten. So, einmal drehen. Und ciao. Das war dann nix, ne? Eine Interaktion mit einer Fraktion sind nur möglich, wenn sie dich mögen. Ja, die Piraten mögen mich gerade nicht so wirklich, ne? Den sind wir schon ordentlich auf Kriegsfuß jetzt. Aber vielleicht sollten wir mal eine Flotte bauen, ne? Dass wir mit mehreren Schiffen fliegen, die uns dann folgen, oder? Würde vielleicht Sinn machen, oder? So, repariert haben wir. Kostet uns so ein paar Credits und so. Aber sonst geht's ja eigentlich noch, ne? Haben wir hier denn einen Ausrüstungsdock? Nö. Wo hätten wir denn hier das nächste Ausrüstungsdock? Vielleicht können wir nochmal irgendwo gucken, dass wir noch was ordentliches zum Bauen kriegen, ne? Ist da ne, ne? Oder? Okay, Ausrüstungsdocks sind doch relativ weit weg. Da oben ist eins. Kommen wir gerade mal nicht hin. So eine gelbe Signatur gibt es hier öfter. Ah, ich wäre gern da hingesprungen, aber das geht wohl so nicht. Weizenfarm. Waren wir hier schon? Handelsposten wahrscheinlich, ne? Ach komm, wir springen mal erstmal einen Sektor weiter. Aber wir sind schon so weit, dass wir gleich die Folge. Warte mal, war hier. Ja, war schon das Tor. Die Folge beendet haben. Einfach aus dem Grund, weil die Zeit rum ist. Ich denke mal, wir schauen jetzt nochmal hier gerade rein, was in dem Sektor ist. Wahrscheinlich auch so 3-4 Piraten oder sowas vielleicht. Und kein einziger. Dann müssen wir mal gucken, was es hier Besonderes gibt. Vielleicht finden wir hier irgendwo. Irgendwie ein Asteroiden oder sowas. Ich sehe jetzt hier in diesem Haufen nicht so wirklich ein. Oder? Nein, ich glaube nicht. Was ist hier überhaupt? Nur ich bin hier. Ein Haufen Asteroiden. Also ein bisschen ist schwierig zu sehen mit dem Nebel hier. Denn ja, Nebel ist es wohl, oder? Ne, ich sehe jetzt hier nicht wirklich was. Also ich sehe schon was, klar, aber nicht den Asteroiden, den ich suche. Ist da was? Haben wir denn so einen C43-Detektor im Schiff? Ne, wir haben nur das Hightech-Handelssystem gerade drin. Dann machen wir das doch gerade einmal raus. Machen den da rein, oder?
Aber der sagt uns jetzt auch nicht mehr, oder? Nee, ich sehe jetzt auch hier wieder nichts. Ich glaube, da waren wir gerade, oder? Gute Frage, ne? Ja, so eine Masse-Signatur, ne? Ist natürlich schwierig, dann kann alles sein, ne? Könnte hier wieder so ein Container sein, der hier irgendwo hinter so einem Berg liegt oder sowas, ne? Den muss man dann suchen, ne? Aber der hier irgendwo zu finden ist. Der könnte überall hängen, ne? Ich glaube, das ist aussichtslos. Hier ist nichts zu sehen. Hier ist auch kein Asteroid oder sowas. Alles nix. Wenn du den Container natürlich hier findest, dann bist du der König. Weil dann kriegst du vielleicht ein gutes Teil daraus. Aber dem ist halt nicht so. So, da ist das Ausrüstungsdock, kommen wir aber noch nicht hin. Ist hier noch irgendwo so eine. Ah, das ist eine Signatur, aber mehr auch nicht. Gibt's hier noch was Interessantes? Handelsposten. Lass uns dahin springen. Aber, ja. Da schauen wir dann, denke ich mal, in der nächsten Folge weiter, was da so passieren kann oder nicht passieren kann, ne? Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.